Servus, Hendrik. Hi, Michi. Ja, und servus mal wieder bei Hendriks Werkstatt. Ich habe jetzt heute mal einen ganz anderen Fall für euch. Und zwar, mein Kunde hat mir gerade sein Fahrzeug gebracht. Der hat zwei Probleme aktuell. Das eine ist ein Lenkradflattern beim Bremsen und das andere ist ein metallisches Klappern aus dem Motorraum. Audi hat es tatsächlich noch nicht gefunden, was es ist. Bin mal gespannt, was es ist. Ich kann es mir schon vorstellen, will aber noch nicht zu viel verraten. Das Lenkradflattern, das checken wir jetzt dann gleich mal bei einer Probefahrt. Wir fangen jetzt auch mal ganz kurz an mit dem diesem Klackern vorne im Motorraum. So, du schaust jetzt da einfach mal rein und hörst dieses Klappern. Ja, es klackert ganz schön. Also ich würde sagen, das hört man auf jeden Fall. Ja. Bin jetzt mal gespannt, was es ist. Woher kam das denn ungefähr? Da. Okay, cool. Nichtsdestotrotz, wir machen jetzt erstmal eine Probefahrt. Wir wollen jetzt erstmal wissen, wohin die Reise geht. Also ab ins Auto, ab auf die Bahn, los geht's. Auf nach Italien! So, wir sind jetzt auf der Bahn. Wir checken jetzt mal die Geschwindigkeit bei 120. Ich schaue jetzt mal, wie es ist, wenn ich ein bisschen runter bremse. Oh ja, oh ja. Man sieht es schon echt gravierend, sogar auch schon bei 120 haben wir das Problem. Er meinte, dass es erst bei 160, 170 ist, weil er halt fast selten bei 120 stark in die Eisen geht. Was hast du dann? Lenkradflattern? Oder? Genau, du hast so ein Lenkradflattern. Das kann durch einen Scheibenschlag oder einen Seitenschlag in der Bremsscheibe kommen. Ich zeige es noch mal schnell, wenn wir von 160 runterbremsen. Ja, das ist schon gravierend und es ist auch echt nervig. Also ich finde, es war, also für mich wäre es die absolute Hölle, so zu fahren. Ist es gefährlich? Ja, du hast halt im Endeffekt dein Rad und deine Bremsanlage ist halt dann quasi am Flattern. Und das ist halt, bedeutet auch wieder, du hast nicht mehr wirklich den richtigen Kontakt zur Straße. Wir wissen jetzt also, der Kunde hat wie immer recht und das Lenkradflattern besteht wirklich. Ich würde sagen, wir fahren zurück in die Werkstatt und schauen, woran es liegt. Bin gespannt, was es sein könnte. So, dann heben wir den kleinen Kerl mal auf. So, wir haben jetzt auf der Autobahn gemerkt, dass tatsächlich das Lenkrad stark am Flattern ist. Kann jetzt mehrere Hintergründe haben. Einmal ein Seitenschlag in der Bremsscheibe. Andererseits, ich glaube nicht, dass das ist. Ich schätze mir, es sind die Querlenker. Jetzt schauen wir aber wirklich mal. Also, schauen wir uns erstmal die Scheibe an. Die Scheibe schaut eigentlich so an sich ganz gut aus. Du könntest natürlich jetzt Fehler haben, wenn du die mal stark runtergebremst hast, richtig heiß geworden ist, du stellst den Wagen mit einer heißen, glühenden Bremsscheibe ab. In dem Bereich, wo der Bremsbelag anliegt, dauert es ein bisschen länger, bis sich die Scheibe dann abkühlt. Dann hast du einen Materialdickenunterschied. Dadurch kann quasi die Bremsscheibe dünner und dicker werden. Allerdings hätte ich dann Bremsen pumpen im Bremspedal. Das haben wir jetzt nicht. Die Scheibe schaut doch echt gut aus. Jetzt nackel ich erstmal rechts, links. Merke jetzt nicht, dass da irgendein Traggelenk ausgeschlagen ist. Der hat eine Raumlenkerachse, das hat Audi, Volkswagen haben das eigentlich jetzt schon seit Ewigkeiten. Es sind aber vier Lenker insgesamt pro Seite, die kaputt gehen können. Schauen wir mal auf der anderen Seite, ob da irgendwas ausgeschlagen ist. Fühlt sich aber auch relativ gut an. Schauen wir mal oben rein. Ja, und tatsächlich, da haben wir eigentlich schon den Hund gefunden. Wenn du jetzt mal hier oben reinleuchtest, siehst du genau an den Stellen. Das sind die Gummilager. Die sind jetzt in dem Fall schon total eingerissen. Auf der anderen Seite ganz genau das gleiche Problem. Siehst du schon, die sind eingerissen. Ich zeige es gleich mit dem Montiereisen. Da siehst du dann, wenn du quasi da mit dem Montiereisen hin und her nackelst, siehst du, dass das brutal sich bewegt. Auf der linken Seite ist es jetzt ganz genauso. Ich gehe jetzt mal mit dem Montiereisen da rein. Dann siehst du schon, wie weich der hier innen ist. So, das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite nicht anders. Ja. Ja, haben wir eigentlich schon das Problem gefunden. Jetzt kommt das Ganze kommt aber so zustande. Wenn du jetzt einen ganz minimalen Seitenschlag in der Bremsscheibe hast oder es sich Rost unter der Scheibenauflage quasi gebildet hat, liegt die Scheibe auch nicht ganz sauber an. Wenn du jetzt allerdings so weiche Gelenke hast, die weiche Gelenke sind immer schlecht auch im Körper, dann überträgt sich das extrem auf das gesamte Fahrwerk. Und dann, wenn du stark abbremst, machst du frrrr. Also, schauen wir den Wagen nochmal von unten an. Von oben. Und gucken uns die unteren Gelenke an, ob es bei denen nicht anders oder genauso ist. Schauen wir mal.
Also ich habe den Wagen ja von oben jetzt schon gecheckt, also die oberen Querlenker haben es hinter sich. Jetzt schauen wir uns noch die unteren an. Ist im Endeffekt genau das gleiche wie bei den Prüfen. Wir gehen einfach rein mit dem Montiereisen und ja, wir sehen tatsächlich, die sind viel zu weich. Die sollten eigentlich viel, 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 viel fester sein. Vorderen können wir auch gleich noch prüfen, auf die gleiche Art und Weise. Aber auch da sehen wir, das Spiel ist jetzt, also es ist im Endeffekt, das ist gar nicht wirklich ein Spiel. Das sind aber Gummilager, bei manchen sind Hydrolager verbaut. Die haben so eine ganz Milligramm, so eine 6 Milligramm Ölfüllung mit enthalten. Das tritt irgendwann mal aus, es diffundiert halt durch das Gummi einfach raus. Und dann hast du das Problem, es ist nicht wirklich ausgeschlagen, aber die werden zu weich. Und dann hast du einfach diese Übertragung von diesem Bremsflattern, hast du dann einfach an die Karosserie oder ans Lenkrad. Ich werde jetzt mal beim Stahlgruber anrufen und fragen, was das ganze Set kostet. Das gibt es im Set, also alle 8 Lenker zusammen. Ist bestimmt kein günstiges Unterfangen, muss aber gemacht werden. Der Wagen hat jetzt bald TÜV. Von dem her, ja mei, also ich rufe jetzt beim Stahlgruber an und dann gibt es eine kleine Kostenaufstellung. So, Leute, ich habe jetzt gerade mit dem Stahlgruber telefoniert. Das wird echt kein günstiges Unterfangen. Der Komplettpreis für das gesamte Set kostet 1.143 Euro netto. Das ist das Problem. Ich brauche circa 4 Stunden, also 2 Stunden pro Seite. Ich bin relativ schnell mittlerweile. Ich habe die Dinger schon so oft auseinandergerissen. Ja, trotzdem kommen wir dann auf knapp 1.800 Euro brutto. Und das ist echt nicht wirklich wenig Geld, finde ich. Das Problem ist, er muss es machen, weil tatsächlich der TÜV ansteht. Und der TÜV wird das Ganze monieren. Der wird alle 4 Querlenker monieren, und zwar alle pro Seite. Ja, hilft nichts. Dann müssen wir leider durch. Jetzt haben wir aber noch das andere Problem mit dem Turbolader. Und das zeige ich euch am besten im nächsten Video. Also, wieder einschalten.